Ja, die Herleitung der PQ-Formel ist ja so ein typisches Problem, was man gerne mal in der Schule durchführt. Und ich habe mich gefragt, ob man vielleicht nicht das Ganze, naja, so ein bisschen schneller macht, wenn man anstatt das anzuschreiben hier in dem Programm macht. Ob man es machen muss, naja, es funktioniert ja eigentlich ganz genauso. Und der Vorteil ist, ich kann durchaus auch mal Sachen ausprobieren und mache sie dann rückgängig. Und das lädt eigentlich so ein bisschen natürlich zum Experimentieren ein. Aber generell, PQ-Formel lässt sich herleiten. Ich habe es auch mal probiert. Minus Q. Jetzt muss ich ja eine Äquivalenzumformung durchführen, dass ich nämlich auf beiden Seiten Pi Quadrat Viertel addiere. Ja. Und ja, jetzt kann ich hier keine automatische Umformung mehr vornehmen, sondern muss im Prinzip das hier umschreiben in eine quadratische, in einen quadratischen Klammerterm. Und das geht jetzt also hier so, dass ich mir diesen Bereich markiere. Das kann ich machen mit Hilfe der Shift-Taste. Ich drücke die und ziehe dann hier den Bereich auf, sodass alles blau markiert ist. Der Bruchstrich wird jetzt nicht markiert. Und diesen Term möchte ich ersetzen. Das heißt, ich fasse ihn da mal an. Jetzt hat es gerade nicht geklappt. So, ich shake ihn. Und beim Shaken kann man etwas ersetzen. Und das ist ja dann x plus p halbe in Klammern zum Quadrat. Ich könnte hier das ändern oder ich fange nochmal von vorne an. Das geht eigentlich schneller. Plus p halbe hoch 2. Übrigens, wenn ich hier einen Fehler mache, also zum Beispiel jetzt nur p nehmen würde, dann sagte er, Moment, das stimmt jetzt aber nicht. Das entspricht nicht dem, was vorher da war. Also der kontrolliert das und das ist natürlich ganz praktisch. So, und dann habe ich meine quadratische Gleichung. Und jetzt müsste ich das Quadrat hier wegbekommen und das kann ich tatsächlich einfach durch Ziehen machen hier. Das ist also schon eingebaut mit plus minus Klammer, alles hübsch. Ich entferne die Klammer und ziehe mein minus p halbe darüber und schon habe ich die quadratische Gleichung. Mal gerade gucken. Ja. Könnte ja das hier noch nach hinten ziehen. Und dann habe ich eben genau die quadratische Gleichung, wie ich es bisher hatte. Ja, also ganz hübsch.